Und wie ich gerade vor, beziehungsweise im letzten Part sagte, machen wir direkt weiter. Es wird aber der letzte Part, den ich heute aufnehme, es reicht dann. Ich muss auch irgendwie mal mit dem Aufnehmen chillen. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt irgendwie 13 Parts hochgeladen oder sowas. Aber schon 14 oder so, nee, 14, Quatsch. 13 hochgeladen und 37 aufgenommen. Das müsste jetzt ja, doch, das ist der 37. sehe ich gerade. Also ist wirklich... So, was passiert jetzt? Was ist jetzt? Es läuft die Maschine, ja toll. Das bringt was? Ich werde die grüne Tür nie finden. Die grüne Tür! Doch, da waren wir schon. Wir waren schon bei der grünen Tür, Leute. Hier nur wieder runter. Wenn möglich lebend. Aber dafür sehe ich eh schwarz. Okay, da unten war auf jeden Fall ein Weg. War hier irgendwo eine rote Triotech? Habe ich da nicht gerade was gesehen? War vielleicht doch Einbildung. Oder war es da oben? Moment mal. Nee, okay. Dann geht's jetzt weiter runter. Und da ist die grüne Tür auch schon, okay. Folterkammer. Ist ja schon mal gut. Ich erwarte den Bosskampf. Mal von mir aus kann die Welt auch noch gerne noch länger weitergehen, aber... Boogie Boogie, gib mir das Herz wieder. You want it? Well then, come on over and get it! Ah! Now, let's see if I can get their attention. Oh, Hans! This is it? Nobody disrespects me! Was ist das denn jetzt? GTF? GTF? Was ist das denn? Was ist das denn jetzt für eine Art Kampf? Wie Roulette spielen oder so, hä? Muss mal einer begreifen. Ja, ich könnte sie ja wieder raus, aber... Was soll ich denn machen? Versteht das irgendjemand? Also ganz begriffen habe ich den Kampf nicht. Wow! Jeff? Ja, das Prinzip ist seltsam. Wo ist er denn? Komm mal hier hoch, aha. So, komm wir. Aua. Unterhalten wir uns mal. Ich stehe jetzt, wie der Kampf abläuft. Und viel kannst du nicht anscheinend. Mir ist das gerade erbärmlich, was du mir hier zeigst. So, ich bleibe immer in deiner Nähe, mein Freund, damit du mir hier nicht irgendwelchen Ärger machst. Ah, es kommt Gegner. Okay. Na komm schon! Triff! Jetzt triff schon! Im Ernst? Komm! So, geht doch! Okay, wo ist der Typ? Er ist hier. Sperren wir ihn doch mal ein. Und kämpfen direkt gegen ihn. Ach, daneben geschlagen, mein Freund. Das verarschen lasse ich mich dann nämlich nicht. Aua. Ja, eigentlich gehen wir den guten Sprung auch so hoch, aber er hält sich da nicht fest. Wie Donald ihn halt trotzdem weiter angreift. Okay, das sehe ich gerade schon wieder. Aua. So, sobald dein Scheißrad weg ist.
behalten wir uns wieder. Aura. Du elendiger Spaten. Und nochmal geheilt und jetzt kriegt man drauf. Richtig schön mit dem Finish Move, Alter, ab. Komm, beendet den Kampf. Darf nicht wahr sein, ernsthaft jetzt? Schade, hätte er graben können. So, viel kannst du nicht. Oh! Ah! Okay, das ist jetzt fies. So, und jetzt machst du die Schalter doch auch schon wieder und das sah gut aus. Das hat geklappt. Jetzt kurzzeitig gedacht, das ist zu knapp, aber nein. Das scheint zu funktionieren. Und wir haben alle Stufen auf die Maximum Leben, Maximum AP und Totenkopf erlernt. Schön. Das war's schon oder hat er auch noch eine zweite Form? Die haben ja meistens noch eine zweite Form. So auch er, schätze ich mal. Oh, an sich ein ganz cooles Prinzip eigentlich. Das hat zwar letzten Endes doch eine Fehlkonstruktion. Heiligenring erhalten. Amsenbericht 7 erhalten. Was ist ernsthaft schön, das kann gar nicht sein. Der kommt doch hundertprozentig nochmal. Seht mir doch nicht. Ja klar. Auch wieder ein gigantisch groß oder was? Sieht so aus. Wow, wieso ist der plötzlich so groß? Seht doch, er ist randvoll mit der Macht der Dunkelheit. Boogie zieht Kräfte aus diesen dunklen Kugeln. Also müssen wir diese Dinger vernichten, oder? Also ist eine ganz gute Idee, aber wie kommst du jetzt herunter, mein Freund? Können auch einfach gehen. Ist jetzt sehr ernst? Können wir jetzt einfach hier abhauen? Nee, ich will schon den Kampf weitermachen, so ist jetzt nicht. Ist auch ziemlich geiler Bosskampf. Du kannst gehen, wenn du willst. Okay, dann springen wir mal da runter. Landen auf dem Ding drauf hat, wollte ich gerade sagen. Ich kann mir schon vorstellen, wie es abläuft. Wir müssen jetzt einen Weg zu ihm hochfinden. Was an sich nicht allzu schwer sein sollte. Ja, vielleicht doch. Vielleicht doch ein bisschen schwieriger als gedacht, aber wir haben es. Aua. So, und ich frage mich, wo das... Aha, da ist auch schon das erste Teil. So, take that, take that, take that, take that. Und du heißt mich direkt mal. Was? Jetzt passiert. Wie sollst du jetzt nicht runterfallen, mein Freund, aber du bist es trotzdem. So, und drauf und drauf und drauf und das war's auch schon damit. Ja, also allzu viel kannst du nicht, mein Freund. Ja, komm halt her. Ist mir runtergefallen, ernsthaft. Komm schon. Sora. Könntest du aufhören mit dem Quatsch? Ganz nice, wenn du wieder hochgehen könntest. Aua. Wie bin ich gerade hier bei dem Springen gerade schlecht? Ohne Scheiße, ey, aber die Kamera macht auch große Probleme. Warum komme ich da nicht mehr hoch? Jetzt geht's wieder. Zur Hölle. Mal kurz heilen, nur zur Sicherheit. So, damit ist auch das weg.
Also aus zu vielen Einzelteilen besteht der nicht mehr. Sag mal, was ist denn los? Ich bin zu doof dafür. Meist da drüben auch noch eins drin. Das sieht mir nämlich ganz danach aus. Sicher? Sicher, dass hier nichts ist? Bin mir da nämlich nicht so sicher. Aha. Nein, 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 nein. Sora, du Lappen. Ja, so wollte ich das Ganze natürlich nicht haben. Aber gut, laufen wir halt wieder normal hoch. Weil aufpassen, dass ich noch alle erwischt. So, jetzt komm aber. Gegner ist jetzt gerade so gesehen moscht. Nur das Teil da zerstören. So. Okay, wo geht's weiter? Nee, da nicht. Muss von irgendwo so ein Teil sein. Aha. Ah, das ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach zu erreichen. Aber es klappt trotzdem. Ja, okay. So, damit wäre das auch erledigt. Okay, darf das doch gar nicht mehr haben. Die Anvisierung weg. Wo hast du jetzt noch Herzen, mein Freund? Das wüsste ich jetzt gern. Irgendwo musst du noch Herzen haben. Ist nur nicht wo. Das finden wir raus. Ja, oder auch nicht, weil es doch halt doof ist und schon wieder runtergefallen ist. Ja, relativ unspektakulär das Ganze. Wir müssen halt immer nur hoch und das Zeug zerstören. Ist jetzt nicht so spannend, aber gut. Ich muss halt vor allem die Dinger finden, das ist auch so eine Sache. Au, was war das denn jetzt schon wieder? Nee, hier nicht. Da auch nicht. Ist da drüben jetzt noch was? Ich weiß es nicht. Wow, wow. Junge. Lass den Scheiß. Aha, da ist noch eins. Das letzte oder hat er noch mehr? Das könnte das letzte sein. Nee, ist es nicht. Okay, wow, ich bin fast tot. Boah, war das jetzt Glück. Ich habe gerade überhaupt nicht mehr auf die Leben geachtet. War ich ja öfters mal, aber... jetzt gerade waren die Leben halt einfach komplett aus meinem Blickfeld verschwunden. Jetzt auch mehr Glück, dass ich das überlebt habe. Und ich wüsste gerne mal, wo hier noch was ist, aber ich sehe nichts. Die scheiß Kamera rumbackt. Hier da unten ist so ein Teil. Komm, zerstör's. Zerstören, zerstören, zerstören. Okay, wir haben's. Oder? Haben wir's? Wieder nach Haus. Ja, also beide Bosskämpfe nicht besonders schwierig, aber innovativ, von daher ist das in Ordnung. Lieber ist mir sowas als bei der anderen Hexe da hier mit dem komischen Kessel zerstört. Das war's für dich, Spooky irgendwas. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt schon das Ende ist, aber wenn, dann war das auf jeden Fall die coolste Welt, finde ich. Was für ein riesiges Schlüsselloch. Versiegelt und da unten ist ein geheimer Gang, das sehe ich jetzt schon. Die Kraft der Sterne erhalten. Gravitas wurde zu Gravita weiterentwickelt. Das Gravita-Zeug noch nie eingesetzt. Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time, we'll do it together. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das herzlose Halloween-Fest wohl streichen. Hier, das schenke ich dir. Chuchubi irgendwas erhalten. So in dieser Zeit wieder, Sora. Das nächste Halloween-Fest wird das gruseligste aller Zeiten werden. Gefühle, Erinnerungen. Wir haben alle Zutaten benutzt.
Was braucht man denn noch, um mein Herz zu machen? Was ist dein Herz überhaupt? Ich weiß es einfach nicht. Ja, wir haben ja wieder was Neues bekommen. Der auch mein Angriffsgehalt besitzt lange Reichweite und führt aufeinanderfolgende Volltreffer aus. Oh, ui, ui, haben wir. Haben wir auf jeden Fall. Bei Abilities noch irgendwas, Dora. Ja, jetzt können wir auch den Harrigan-Stoß wieder machen. Sehr schön, Donald. Ja, mach einfach mal. Das ist cool. Das ist Magie, um die Gruppe zu heilen. Goofy Trombe, nee. Kampfwillig wird schnell wieder aufgehoben, Verleihung der LP, oh. Der Minimalwert wird der Kampffähigkeit rotzt, auch cool. Ich bin aber tatsächlich für... Nee, wir machen die frohe Natur bei ihm. Dann steht er wieder schneller auf, das ist mir gerade in dem Moment lieber. Und wir können zurück. Wir haben auch diese Welt abgeschlossen vorerst. Ich will mal später noch Secrets suchen und sowas in den einzelnen Welten. Wenn wir aber auch die ganzen Trio-Texte und alles können. Weil jetzt hat das noch relativ wenig Sinn. So, und hier geht's lang auf jeden Fall. Hier schon wieder. Und eine Boogie ist es ruhig hier Halloween-Tag. Also machen wir ein paar Stimmungen. Diese Ruhe ist öde, ja. Weil die drei Schlingel im Auge sägen was aus, sobald man ihren Rücken kehrt. Wir speichern das Ganze auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir ja in dem Part noch in die neue Welt, je nachdem, ob jetzt noch irgendwas storytechnisch passiert oder ob wir gleich weiter können. So, wir können den Gummijet. Ob diese verlorene Seite zu mir ins Buch gehört? Donner. Ich konnte es nicht lesen so schnell, es war schon wieder weg, sorry. Mit habe ich jetzt weggedrückt oder es war Spiel, ich kann es jetzt gerade nicht beschwören, dass ich nicht war. Und damit die nächste Welt. Reichen wir dort ein. Es kommt tatsächlich keine Story, das wundert mich. Generell, die Enden jetzt in den Welten wurden relativ schnell abgehandelt. Also dafür, dass sie ja ihre Volksleute verliert, hat sie gar nichts mehr dazu zu sagen irgendwie. Da. So, was kommt denn jetzt? Jetzt Peter Pan eventuell noch? Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da. Wir zerstören einfach mal alles. Jede Menge Schutzgummis. Ist unser Laser irgendwie stärker geworden? Oder will ich mir sein? Wie viele sind das denn noch? Und wir farmen hier Schutzgummis ohne Ende. Schaut euch das an. Holy shit. Okay. Vorne ist wieder eine Menge Zeug. Wie lange die Fahrt geht. Noch mehr Schutzgummis. Noch mehr. Ja, also Schutzgummi-mäßig sind wir schon mal reich. Kommt da in die nächste Welt oder kommt noch mal eine Gegnerwelle oder sowas? Es kommt noch mal was, okay. Richtig gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Die Halloween-Welt war die geilste bisher auf jeden Fall. War auch nicht zu lang oder zu nervig oder sowas. Hat eigentlich perfekt. Dann gucken. Gespannt, ob die Welt nochmal getoppt werden kann. Mir scheint da zu sein. Oder auch nicht. Ein großes Schiff nähert sich uns. Ein ziemlich großes Schiff. Wow. Ein Schiff? Das ist ein Piratenschiff.
wollen uns rammen, alle festhalten. Okay. Okay. Piratenschiff deutet ja schon mal auf Peter Pan hin. Verzaubertes Nimmerland. Ein Schiff. I didn't think you'd come, Sora. Good to see you again. Well, where are Donald and Goofy? Are they that important to you? More important than old friends? Instead of worrying about them, you should be asking about her. Kairi! That's right. While you were off goofing around, I finally found her. Not so fast! No shenanigans aboard my vessel, boy! Riku, why are you siding with the Heartless? The Heartless obey me now, Sora. Now I have nothing to fear. You're stupid! Sooner or later, they'll swallow your heart! Not a chance. My heart's too strong. Riku! I've picked up a few other tricks as well. Like this, for instance. You can go see your friends now. Let's get underway already. And keep Sora away from Kairi until we're ready to land. That scurvy brat thinks he can order me around. What shall we do, Captain Hook? Nothing! The hold is crawling with Heartless. Let them keep an eye on the brats. But, Captain, you know who is also down... Shh! Did you hear that, Smee? Oh, that dreadful sound. No, Captain. Are you quite sure? Did I imagine it? Oh, my poor nerves. Okay. You don't say. Yeah, it was definitely Kairi. I finally found her. All right. Yep. Then let's go up and talk to her. Yeah. Sounds good. Okay, but first, come on, get down. Oh, sorry. Lol. How you doing there? Looking for a way out? Who are you? I'm the answer to your prayers. Okay then. Fine. Have it your way. But you're stuck in here too, aren't you? Huh. Nope, I'm just waiting for someone. Who? Tinkerbell, what took you so long? Great job. So you found Wendy? Hold on. There was another girl there too? Are you crazy? There's no way I'm gonna leave Wendy there. She must be pretty jealous. Come on, Tink. Open up the door. I'm Peter Pan. I'm Sora. Okay, we're in this together, but only till we find Wendy. Mag den Vogel ja jetzt schon nicht, deswegen nehmen wir ihn auch nicht mit. Gibt es hier einen Speicher? Ja, gibt es tatsächlich. Gut. Dann reicht es für heute auch. Ich beende den Part, ich beende für heute die Aufnahmen, bis ich morgen wieder 10 Parts aufnehme. Gut, komm schon, Spielchen wird überschritten. Also, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.